Also gut. Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. Wir sind momentan auf der Brücke und versuchen uns dieses Mal, ne Crest, wo auch immer du bist, schleichend fortzubewegen. Und dafür müssen wir gucken. Wo sind die Gegner? Oh, was? Okay, wie kommen wir jetzt hier durch, ohne gesehen zu werden? Das ist schon mal ein Weg. Dafür, dass es 4 Uhr morgens sein soll? Hat er nicht gesagt, es soll 4 Uhr morgens sein, wenn wir hier sind? Das ist ja 3. Okay, nur töten, wenn es notwendig ist. Sagen wir es so. Ich glaube, so kommen wir durch. Wir müssen ja nicht unbedingt alles immer sofort töten. Oder betäuben. Apropos, ich glaube, ich muss dafür diese Waffe hier rausholen, ne? Ja, ja. Ich glaube, die Maske brauche ich dafür nicht. Irgendwer pennt hier. Kann ich die Tür zumachen? Fisch, behüte mich vor der Sünde, meine Pflicht zu vernachlässigen. Ob absichtlich oder nicht. Ich könnte ihn eiskalt erschießen, ne? Er hat mir einfach zu laut geschnarcht. Es geht mir auf die Nerven. So. Das nehmen wir mit. Licht machen wir aus. Scheiße. Kann ich hier draufschlagen? Oh. Oh. Heiliges Kreuz, mein Zeuge, da war was. Nein, hier war nichts. Scheiße, sie sehen die Leiche. Und dann bin ich am Arsch. Scheiße. Ist der jetzt hier drin? Der ist hier drin. Nein, ich hab's keine 2 Meter geschafft, verdammt. Okay, gut zu wissen, dass es auffällig ist, wenn wir eine Tür aufknacken. Wir müssen alles absuchen, Brüder. Der Heide ist hier. Scheiße. Nein. Okay, ich weiß nicht, ob ich hier rausgehen kann, ohne gesehen zu werden. Ich glaube, das ist der einzige Weg, oder? Oh nein, wenn jetzt hier einer reinkommt. Können die mich nicht einfach vergessen? Oh. Vor allem, ich weiß, dass der Charakter einfach durch die Türen durchgehen wird. Er wird nicht vorher abwarten. Ich versuche ja trotzdem schleichend durchzugehen. Ist mir egal. Ich höre sie auf jeden Fall hier hinter der Tür. Scheiße, wenn die hier reingehen, sehen die eine Milliarde Leichen. Dann bin ich am Arsch. Seht ein Käppchen. Ah. Riskant. Okay, es ist aber der einzige Weg, den wir gehen können, oder? Hier ist noch ein Toilettenhäuschen. Aber ich kann mich hier durchzwängen. Ja, weiter? Wie wär's, wenn du weitergehst? Komm raus, du Diener Satans! Komm raus und Scheiße. Ich muss sie alle erschießen. Oh nein, das ist nicht der Plan. Das ist doch nicht der Plan. Ganz sicher. Ich kann seine gottlose Gegenwart spüren. Dieser Hundesohn ist hier. Oh oh, ich werde von irgendwas angeleuchtet. Oh! Hatte ich Glück, dass ich hierher gegangen bin. Der hätte mich sonst gesehen. Mein Gott. Gott, ist das gut? Okay, hier scheint keiner mehr zu sein. Das ist ja der hintere Durchgang. Da kommen wir jetzt nicht durch. Müssen wir aber auch nicht.
Haben wir jetzt hier alle erledigt? Das denkst aber auch nur du. Ich sammle kurz mal den Loot von deinen Freunden ein, ne? Dann komme ich gleich zu dir. Beweg dich mal nicht zu sehr. Ich weiß ja, wo du bist. So, und zwar irgendwo da. Den kriegen wir schon, den kriegen wir schon. So, was ist das hier für ein Weg? Scheiße, hier ist Licht. Mann. Wieso ist hier eine Angel? Die reicht doch niemals bis da unten hin. Und wenn da... Das kostet doch viel zu viel Kraft. Wie viel schon hochzuziehen. Ja, das ist eine wirklich stabile Brücke, die ihr hier gebaut habt. Komm raus und beichte deine Sünden. Damit kannst du deine Zeit im Fegefeuer wenigstens verkürzen. Ah, Loot. Ich meine, ich habe mehr als genug Loot. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall die nächsten paar Stunden keine Probleme haben mit Munition. Ah, hi. War das der Kollege? Weiß ich gar nicht. Ah, doch, werd ruhig wütend. Da ist der Ketzer! Scheiße. Oh. Ich dachte, ich kann ihn schlagen. Ich hätte ihn auch schlagen können, aber irgendwie wollte das Spiel gerade nicht. Nein, bin ich nicht! Oh Gott, ich weiß jetzt ganz genau, wo ich bin. Ah, das Licht! Oh, ich habe das Licht vergessen. Oh mein Gott. Ich bin so dämlich, ne? Warum bin ich so dämlich, Leute? Okay, der hat mich jetzt überrascht. Ich gebe zu. Hä, wieso rutsche ich? Wieso rutsche ich die Treppe runter? Oh nein, ach. Gebe zu, der Typ, der hier die ganze Zeit gemeckert hat, der konnte wenigstens was, der hatte was drauf. Wieso ist der tot? Aber ich glaube, jetzt bin ich wieder in Sicherheit, ne? Nee, erstmal Licht ausmachen. Ist das Jesus in... In Kampfuniform? Ach nee, das ist ein Gewand. Ich dachte, das wäre eine Tarnuniform. Jesus, der gewaltige Krieger. Okay, ich bin wieder in Sicherheit, alles klar. Diejenigen, die mich entdeckt haben, die sind jetzt tot. Die haben es den Kollegen nicht gesagt. Und ich glaube, ich kann jetzt hier rumlaufen, ne? Oh, guck mal, dann gehen wir hier mal rein. Hier irgendwo eine Frau schreien. Sehr monoton. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Band, das abgespielt wird, damit ich verwirrt bin. Ich glaube, die heulen, weil ich die Väter umgebracht habe. Das kann natürlich auch sein, ne? Also, ist nicht mein Problem. Die haben sich mit mir angelegt. Die hätten mich auch ignorieren können, damit ich hier durchschleichen kann. Aber nein! Die mussten natürlich sagen, dass ich hier bin und musste ich sie alle töten. Aber vielleicht schaffe ich es ja jetzt ein bisschen zu schleichen. Wie wäre es? Wollen wir es versuchen? Zero, der Schleichmeister, ey. Kriegt nichts auf die Backe. Hä? Wo soll ich denn jetzt lang? Hm? Mach mal sämtliches Licht hier aus. Haben wir auch keine Probleme. Kann ich hier durchkommen? Nein.
Ey, wo soll ich denn jetzt lang, Alter? Hey? Meine Quest sagt mir hier durch. Was soll denn Scheiß? Ich glaube, ich muss da hoch. Gibt es irgendwie einen Weg da hoch? Hier vielleicht lang? Ich höre die Leute zwar quatschen, aber ich sehe hier absolut nichts. Hä? Vor allem, wenn ich hier durchschleiche, ne? Ich bin ratlos. Also wenn ich raten müsste, vor allem ich bin ratlos, dann versuche ich zu raten, ist klar. Ah, jetzt war das Licht aus hier. Gab es vielleicht hier hinten noch einen anderen Weg? Na guck mal, wir sind nicht wirklich weit vom Boot weg. Wir sind irgendwie schon eine halbe Stunde hier rumgelaufen, aber immer noch in der Nähe des Bootes. Nö. Okay, hier ist einfach mal nix. Ja, geil. Gib mir deinen Scheiß. Es sieht so aus, als könnte ich hier irgendwas machen. Es ist ein Fahrstuhl. Nein. Und aus dem Himmel regnete es Raketen. Und die Erde verbrannte zu Asche. Und das Meer kochte. Und Menschen verwandelten sich in Schatten. Doch unser Kloster überlebte. Denn hier leben die Gläubigen. Und es war der Herr in all seiner Gnade und seinem Wissen, der einen von ihnen auserwählte. Einen des Namens Silantius. Und so sprach der Herr, ich werde bei euch sein und euch Schutz bieten, solange ihr euch treu hingebt und satanische Technologie ablehnt. Wir lehnen ab! Wieso möchte ich mich denn hier durchschleichen? Lehnt ihr Satans Täuschung ab, die da bezeichnet wird als elektrische Spannung? Das verfluchte Geschenk, das der Feind den Narren gab, auf das sie sich über jeden Fehl und Tadel erheben, über Gott erheben und mächtiger sind als er? Wir lehnen ab! Amen, meine Kinder! Denn die elektrische Spannung ist Satans Versuchung und sein Gift. Nur jede, ich kann hier nirgendwo durchschleichen. Die Elektrizität ablehnen werden in Gottes Reich aufgenommen. Nur jene, die sich von seiner Verderbtheit nicht beeinflussen lassen, werden vom Zartfisch durchgelassen. Gelobt sei der Fisch! Soll ich den einfach wegballern? Also lasst uns die Ketzer vor unserer Tür nicht fürchten! Jene, die unser Kloster anzugreifen wagen! Selbst vor ihrem stählernen Ross, das nach Maschinenöl stinkt und sein ketzerisches Licht auf uns scheint, werden wir nicht wanken! Stellen wir uns gegen sie, denn dies ist unsere Stunde des Ruhms. Amen. Kacke. Amen. Kontrolliert mich jetzt keiner? Echt jetzt? Lasst uns also die müssen echt nicht wirklich die Hellsten sein, ne?
Und dies sind seine Vergeltung und seine Bestrafung für ihre Sünden, die unsere Feinde spüren werden. Und alle, die vor unseren Toren stehen, werden wie der Staub im Winde zerstreut. Sein Wille geschehe. Was stimmt mit dem Typen nicht? Der schreit hier die ganze Zeit durch die Gegend. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er mit sich selber redet. Er wird ihren Körper und ihre Seele verschlingen. Denn von Schießpulver kann man sich reinigen. Aber die Elektrizität, Junge, ist das ewige Brandzeichen der Sünder. Schalte einfach weg. Lasst uns jetzt den Zarfisch rufen. Komm, oh Zarfisch! Oh, ich hätte ihn so gut töten können, den Zarfisch, ne? Und darüber hinaus lehnt ihr Satans Täuschung ab, die da bezeichnet wird als elektrische Spannung. Das verfluchte Geschenk, das der Feind den Narren gab. Okay, das sind ganz, ganz viele. Jeden Fehl und Tadel erheben, über Gott erheben und mächtiger sind als er. Scheiße. Wir lehnen ab. Von wo schreit er denn? Amen, meine Kinder! Denn die elektrische Spannung ist Satans Versuchung und sein Gift. Nur jene, die Elektrizität ablehnen, werden in Gottes Reich aufgenommen. Nur jene. Oh, jetzt komme ich, mein Freund. Gleich kriegst du elektrische Ladung richtig schön ins Gesicht. Lassen, werden vom Nun habt ihr mich also, ihr verdammten Ketzer. Erst Katja und jetzt ich. Verdammt, bist du schnell, Artyom. Sieh mal, alter Mann, wir sind nur auf der Durchreise. Lass uns friedlich durch, dann wird niemand erschossen. Oder die Sauron kann sich verabschieden. Und Katja, um die brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Verstanden? Wenn ihr Katja betrogen habt, müsst ihr den Herrn um Vergebung bitten. Aber für den Mord an meinen Kindern, den Kindern Gottes, werdet ihr bis zum Ende eurer Tage in der Hölle schmoren. Voll am Voraus! Verstanden! Verstanden! Artyom, hau ab! Ich übernehme jetzt! Naja, wenigstens mal ein bisschen Action! Artyom, spring! Und Yu bleibt jetzt da, oder was? Das kann ich mich durchballern. Duke! Nein! Wir haben die Wolga hinter uns gelassen. Vor uns erstrecken sich jetzt die endlosen Weiten Russlands. Leider ist es Duke nicht beschieden, sie zu sehen. Bin ich an seinen Tod schuld? An allem, was an der Brücke geschehen ist? Könnte sein. Wir leben in einer grausamen Welt und es ist nicht unsere Aufgabe, das zu ändern. Wir wollten nur durchreisen und es ist nicht meine Schuld, dass sie nach Blut schrien. Ihr Eifer erinnerte mich an die Metro, wo die Menschen unter einer Lüge leben, dass die Welt tot sei und man nirgends mehr hin könne. Jeder, der das in Frage stellt, wird mit einer anderen Lüge abgefüttert. Der Krieg tobt noch. Hier ist Elektrizität eine Sünde. Ist doch alles ein und dasselbe. Tja, die Frage ist, hätte man das vielleicht verhindern können, dass er stirbt, wenn man wirklich durchgeschlichen wäre? Weil ich hab's halt verkackt. Artyom, Artyom. Wach auf, mein Schatz. Ist er schon auf? Artyom, der Oberst will dich im Führerstand sehen. Wir sehen uns später. Na los, wach auf.
Ayosha ist irgendwie komisch, der hat jetzt so einen riesen... Es tut mir so leid wegen Duke. Er war doch noch ein Junge. Er hat mich ständig gefragt, wie er ein bestimmtes Mädchen auf sich aufmerksam machen könnte, was er ihr sagen sollte. Konnte es nicht erwarten, zu ihr zurückzukehren. Ganz stolz, voller Narben und Medaillen. Bleib noch ein Weilchen hier, Atyam. Wisst ihr? Wir haben ihn nicht sterben sehen. So, jetzt kann ich aber quatschen. Alyosha sagt allen, dass Duke gerade noch rechtzeitig von der Brücke gesprungen sein könnte. Den anderen geht es auch nicht schlecht, aber ich bin zusammengebrochen. Natürlich habe ich früher schon Freunde verloren. Duke war nicht auf den Tod aus. Er meldete sich für die gefährlichsten Einsätze als Freiwilliger, hat aber nicht erwartet zu sterben. Er hat zu Stepan, Papa und dir aufgeblickt. Zu dir ganz besonders. Und er ist doch nicht umsonst gestorben, oder? Er wollte, dass wir es zum Yamantau schaffen. Er wollte, dass wir ihn von Moskau erzählen, wie wir dort überlebt und nicht aufgegeben haben. Wie wir uns schon so lange versteckt haben. Aber wenn ich mir vorstelle, du wärst es gewesen. Und ich hätte mir niemals sicher sein können. Das hätte ich niemals ausgehalten. Kuschelsimulator 2019. Meinst du, ich sollte alles rauslassen? Ich glaube nicht, dass ich mich dann besser fühlen würde. Ich schon. Ich habe nachgedacht. Zu Hause haben wir unsere Freunde bestattet und sie gerecht. Zu Hause. Dieses Zuhause und das Leben dort waren Mist. Wir wurden dort mit Ketten festgehalten. Nein, noch schlimmer, mit Lügen. Und jetzt suchen wir ein neues Zuhause. Aber hier ist das Zuhause von anderen. Daher sind wir nicht erwünscht. Kuschelsimulator. Also gut, ich muss mich zusammenreißen. Los, Papa wollte etwas von dir. Okay. Ich weiß nicht. Ich fühle mich irgendwie schlecht, weil ich meine Freundin betrüge mit ihr. Was haben wir denn hier? So, Tagebuch. Was? Buch. So, Tagebuch. Moskau. Stimmt, wir haben ganz viele Sachen noch gar nicht gefunden. Ah, stimmt. Wir haben im letzten Level wahrscheinlich nicht alles gefunden, ne? Wer glaubt schon noch, dass wir nicht alleine auf dieser Welt sind? Wenn seit Jahren niemand mehr im Funk etwas anderes als statisches Rauschen gehört hat. Meine Frau, meine Mitstreiter vom Orden, meine Freunde, die Menschen von meiner Station. Niemand glaubt mir. Sie sind sicher, dass es per Funk nichts zu hören gibt. Dass es andere, dass es außer uns, die wir uns in der Moskauer Metro verstecken, keine Überlebenden des letzten Krieges gibt. Wir sind alleine auf diesem Planeten. In der Metro ist das Allgemeinwissen. Aber ich habe diesen Funkruf mit eigenen Ohren gehört. Ja, er ging sofort in statisches Rauschen über, aber ich habe ihn gehört. Und das bedeutet, dass es irgendwo dort draußen einen bewohnbaren Ort unter freiem Himmel gibt. Wir müssen den Rest unseres Lebens nicht im Untergrund verbringen. Doch niemand glaubt mir. Ah. Die Wolga mit der Brücke, ne? Ach so. Das kennen wir alles schon. Team. Anna, Oberst Millers, Duke. Naja, also Duke habe ich ein bisschen jünger in Erinnerung. Ich meine ja nur. Wir haben ganz schön viele Mitstreiter hier. Crest. Der Idiot. Der Vogel. Mario. Den haben sie gut gezeichnet, aber der Rest, ich weiß ja nicht. Vor allem Duke. Duke ist viel jünger. Igor Duke Dukov. Der Fürst der Finsternis. Der jüngste, mutigste und verrückteste von uns. Manche haben sich dem Orden aus Verzweiflung angeschlossen, andere um die Menschen vor Gefahren zu beschützen, aber Duke. Duke ist hoffnungslos in Abenteuer verliebt. Immer wenn der Oberst nach Freiwilligen fragt, ist Duke der Erste, der ich ruft. Egal wie hart und schwierig der bevorstehende Einsatz ist, eine Schande, dass der Orden keine Medaillen verleiht, sonst wäre Duke vollgehagelt mit ihnen. Er blickt zu den erfahrenen Kämpfern auf und vergleicht immer, wer mehr Einsätze, Tote und Wunden auf dem Konto hat. Aus irgendeinem Grund vergleicht er seine Erfolge vor allem mit meinen. Vielleicht liegt das darin, dass ich ihm
altersmäßig am nächsten stehe. Anna hat mal gesagt, hör auf zu jammern, Artyom. Es gibt Menschen, die davon träumen, wie du zu sein. Zum Beispiel Duke. Könnte das wirklich stimmen? Ach, Duke. Der jüngste, mutigste und verrückteste von uns. Du hast dich nicht zurückgehalten und deshalb haben wir dich verloren. Jetzt liegst du auf dem Grund der Wolga, unter einer Million Tonnen Stahl. Ich glaube, weniger würde dich auch nicht unten halten. Du hast dich gerne Duke, Fürst der Finsternis, nennen lassen, aber diese Finsternis hat dich letzten Endes eingeholt. Bitte verzeih uns, dass wir dein Leben nicht retten konnten. Duke, irgendwann sehen wir uns wieder. Ich bin sicher, dass wir uns sehen. Ich glaube nicht, dass er tot ist. Wir haben ihn ja nicht sterben sehen. Neue Welt. Lebewesen. Telepathen. Dämonen. Tiermenschen. Der Zarfisch. Schrimpweibchen. Schrimpmännchen. Hunde? Schnapper. Also Hunde sind die einzigen, die nicht mutiert sind, ist klar. Ausrüstung. Waffen. Ja, gut. Ja, ich wollte jetzt nicht zu viel da rumstöbern. Dann machen wir das Licht aus. Und dann stehen wir auf. Ich könnte rein theoretisch doch. Wieso bin ich geduckt? Wie drehe ich da nochmal? Hallo, ich will drehen. Ich glaube, es geht nicht. Du Schatzi, ich lass dich jetzt mal alleine mit dem rauschenden Ding. Viel Spaß. Ich hoffe, du kannst so schlafen. Guck mal, das ist das Einzige, was wir bisher gefunden haben. Ja gut, Freunde, ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns hier im Zug ein bisschen um. Ja, wir gucken morgen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.